Wieder mal lieben Freunde, euer Inni und herzlich willkommen zum fünften Pack-Wager-Match. Ja, meine lieben Freunde, das hier ist das erste Pack-Wager-Match im neuen Jahr. Die Serie haben sich einfach wieder so viele von euch gewünscht. Und heute geht es um insgesamt satte 4 Millionen Münzen. Also jeder kann 2 Millionen gewinnen. Einfach nur richtig krass. Heute geht es wieder gegen den FIFA-Noobs dran. Gegen den hat man schon mal einen Pink Slips gehabt und der ist sowas von krass. Also wenn ihr dieses Pink Slips noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall mal auf unserem Kanal das 1 Million Pink Slips an. Das ist einfach nur richtig krank gewesen. Wir haben richtig knapp gewonnen. Und ja, heute wird es wieder so gemacht, Freunde. Jeder von uns öffnet 10 Packs von den 7500ern. Und damit aus diesem Team 10. Dann wird aus diesen 10 Packs das bestmögliche Team gebildet und damit erstmal schön gegeneinander gespielt, ey. Ja, ich hoffe, wir ziehen gute Spieler, weil der Gegner hat es echt ziemlich drauf, Freunde. Wir müssen heute gewinnen, es geht um 2 Millionen. Alles klar, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns gleich direkt beim ersten Pack wieder. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, da öffnen wir auch schon direkt unser erstes Pack. Mal gucken, was wir in unserem ersten Pack so ziehen. Und wir ziehen Carrillo und Eliseo. Oh mein Gott, Alter, geiler Linksverteidiger mit 87 Pace schon mal. Zurututuza, Schneiderlin, Jan Matt, Korotschka, Kliesen und, boah, Carrillo, Alter, Carrillo, auf Rille der Carrillo. Und dann noch 4 Sterne Skills, Freunde, besser kann sich anfangen, Alter, 88 Pace, guter Dribbler, Mann, korrekt. Ey, Freunde, der sieht aus wie Christian Rach von RTL, dieser Koch, Alter, wisst ihr, wen ich meine, Alter, der sieht genauso aus. Pack Nummer 2, wir überspringen und wir ziehen, oh mein Gott, Alter, Aubameyang. Geil, Freunde, wir ziehen Aubameyang, eine kleine Base-Note, Mann. Hammer, geil, ey. Haben wir noch den Long Dong Silver gezogen, ey. 84 Base, auch korrekt. 80er Physis, Mann, der wird abgehen, Alter. Und dann Valdez, das ist so ein Chancentyp, der ist chancentot, der Typ, ey. Hammer, ey. Und im Pack Nummer 3 ziehen wir hier Sissoko und Brown Innenverteidiger. Ja, Bütius, Linksflügel, auch 4 Sterne Skiller, korrekt. Valdez wieder, ey. Wir ziehen den gerade und ziehen jetzt nochmal, du alte Flachpflaume, du Armleuchter. Nummer 4 und wir ziehen noch. Du Scheiße, Alter. Koriminas Ogbonna, das ist ein geiler Innenverteidiger damals gewesen. Ich hoffe, der ist immer noch so gut wie damals. Hazard, bring uns Glück und wir ziehen Rodriguez, Innenverteidiger, Seydou Keita. Ach, haben wir noch den Yang Hak Yang? Was? Wie heißt der denn? Yang Hak Yang? Dang, 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 dang. Unser 6. Pack und wir ziehen Debuchi. Schon mal einen guten Rechtsverteidiger gezogen, der Bucci, sonst hier, oh, Rio Ferdinand haben wir noch drin hier, der ist ja richtig schnell. Und im Pack Nummer 7 ziehen wir hier Immobile, Dortmund-Stürmer hier, nicht schlecht, können wir auf jeden Fall verwenden, denke ich mal, aber ist ja, geht so, ist in Ordnung, Herr Pisser. Kommen wir nun zum 8. Pack und hier haben wir drinne Müller, Alter, geil, ey. Haben wir Müller gezogen, wir haben richtig viele Bundesligaspieler hier gezogen, Müller, Aubameyang, Immobile, geil, Alter, Müller. Kommen wir jetzt nun zum Pack Nummer 9 und wir ziehen hier Roberto. Semi Center noch den Türken hier. 2 Torhüter haben wir gezogen. Wir haben noch keinen richtig guten gezogen. Ich glaube, das ist bisher unser bester. Komm, Freunde, das allerletzte Pack öffnen wir mal mit der Nase. Vielleicht bringt es uns ja Glück. Komm, mit der Nase. Und wir öffnen, machen die Augen noch zu. Komm, wir machen die Augen zu. Wir machen die Augen zu. Wir machen die Augen zu. Und jetzt öffnen wir sie. Und ach du Scheiße, haben wir noch den lustig gezogen. Findest du das lustig, oder was? Ja, und dann haben wir noch den Rudi, den Christofi. Oh, der ist ja richtig schnell. 90 Pace, der Christofi hier. Richtiger Aubameyang. Und sonst nur, ja, paar Weiber. Aber sonst so scheiße. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal das bestmögliche Team aus den ganzen Packs hier zusammen. Alles klar, bis gleich. So, meine lieben Freunde, das hier ist das Team, was wir uns zusammengebastelt haben. Ein Mix aus Barclays Premier League Team und Bundesliga. Wir kommen insgesamt auf eine Chemie von 73. Ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt doch gleich direkt ins Spiel. Leider kriegt hier der Linksflügelspieler eine Zweier-Chemie. Aber ich weiß nicht, wen ich sonst das spielen lassen sollte. Weil guck mal, wenn ich den jetzt hier dahin packe, den Linksflügel, dann hat er zwar eine Dreier-Chemie, dafür hat aber Eliseo eine Vierer. Deshalb ist es mir lieber wichtiger, dass Eliseo eine... Ja, oder nicht? Komm, wir spielen lieber so, Freunde. Komm, wir machen das lieber so, dann ist das ungefähr ausgeglichen. Wir werden auf jeden Fall gleich noch Thomas Müller einwechseln und gucken, wen wir noch einwechseln werden. Ich habe mit dem Gegner extra abgemacht, dass wir natürlich Spieler einwechseln dürfen, die wir auch gezogen haben. Und ja, Freunde, das hier ist das Team. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch gleich direkt ins Spiel gegen FIFA-Noobs. Bis gleich! So, meine lieben Freunde, und da ist auch schon direkt der Gegner. Er hat eine 70er Chemie, ungefähr gleiche Wertung, außer unser Mittelfeld und Abwehr ist ein bisschen besser als seins. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er sich für ein Team zusammengezogen hat aus seinen 10 Packs. Alter, Pimmelberger FC, Alter, ey du Pimmelberger. Ach du Scheiße, Alter. Boah, die meisten Spieler kenne ich ja fast gar nicht. Doch, ich kenne viele. Robert Huth,
Ja, er hat nicht so ein gutes Team gezogen, muss man ehrlich sagen. Aber auf ihn muss man aufpassen. Er ist ein richtig guter Spieler, Freunde. Alles klar, dann geht's auch schon direkt los. Ab geht's! Jetzt haben wir Aubameyang. Der nimmt sich den Ball an, Stoßfinte, zieht durch. Aubameyang schießt drauf. Goal! 1:0. Der Erik Prinz, der Aubameyang. Der macht eine Schussfinte, sprintet hier durch und dann bam, knallt er das Ding in oben links in die Ecke. 1:0, Golasso. Komm, jetzt haben wir Thomas Müller am Ball mit dem Roulette. Zieht ihr den Ball zurück, bleibt jetzt hier stehen. Müller läuft vorbei, schießt drauf. Komm, zack, jetzt haben wir hier Aubameyang. Schickt jetzt hier den Long in den Lauf und dann mit dem Volley. Oh nein, das ist kein Abseits. Nein, scheiße, die erste Chance hier vom Gegner. Oh mein Gott. Ja, meine lieben Freunde, Halbzeitstand hier 1:0. Es gab sehr, sehr wenige Chancen hier. Wir sehen es an der Statistik. Wir hatten 3 Schüsse, davon 3 aufs Tor. Der Gegner hatte gerade auch noch eine knappe Chance gehabt. Also der Gegner hält richtig gut dagegen, Freunde. Alles klar, jetzt müssen wir in der zweiten Halbzeit den Sack zumachen. Ab geht's. Oh jo, Aubameyang, Alter, du kleine Scharmutter. Aubameyang, Roulette, Golasso, 2:0. Aubameyang, Alter, wie der sich ja durchgesetzt hat. Roulette durch 2 Mann und da ist das 2:0. Auf Fekuli, auf Hazard, scheiße. Samir Long, der schickt hier perfekt den Eliseo in den Lauf. Der Linksverteidiger, Mann. Oh, scheiße, nein, nein. Oh, habt ihr dieses Stellungsspiel gesehen, Mann? Oh, scheiße! Boah, scheiße, Mann, das war gut gemacht vom Gegner, Mann. Nur noch 3 Minuten, er macht den Anschlusstreffer. Nein, ich glaub das jetzt nicht! Oh mein Gott, letzte Sekunde hier der Gegner mit dem Kopfball. Ja, Mann, Alter, 2:1 gewonnen, ey. Was für eine knappe Scheiße am Ende nochmal. Stell dir vor, der Kopfball da reingegangen, ey. Oh mein Gott, Freunde, was ein knappes Spiel hier. Nur 2:1 gewonnen, ey. Ja, Freunde, das war's dann jetzt auch hier vom Wager Match. Wir haben das Spiel hier knapp mit 2:1 gewonnen. Heute war nicht so vom Gegner der Tag, glaube ich, weil normalerweise spielt er viel, viel besser. Ihr müsst euch mal das Pink-Slip-Spiel reinziehen, da hat er sogar Skills gemacht und alles, aber kann man natürlich an seinem Team gelegen haben, also ich finde, der Gegner ist ein richtig guter Spieler, deshalb schaut auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbei, er lädt das Ganze auch nochmal hoch aus seiner Perspektive und dann könnt ihr euch das mal in Ruhe nochmal bei ihm anschauen, alles klar, Freunde, das war's dann jetzt auch, wir haben einfach 2 Millionen Münzen dazu bekommen, Alter, richtig geil, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder selber 8000 Likes freuen, euer Öni ist raus, wir sehen uns beim nächsten Backwager-Match wieder und bis bald. Dann kommt auch das Team of the Year und da gibt es einige Pack-Openings, Freunde. Und dann, ja, lasst euch überraschen. Alles klar, euer Öni ist raus. Macht's gut, haut rein und ciao! Are you listening? Was geht ab, Freunde? Euer Stefan hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening. Ja, Freunde, so kurz vorm Toti, vom Team of the Year, was am Montag bekannt gegeben wird, hauen wir nochmal ein kleines Pack-Opening.